Hallo und herzlich willkommen bei Wort am Sonntag der Etymologie-Reihe von To know TV. Heute Sonntag, äh, muss ich mir genau schauen, äh, der 16. Juli 2023, pünktlich, aber nicht live. Und das ist nicht weiter tragisch. Wir haben sogar heute die gute Chance, eine Episode zu haben, die unter Umständen sogar weniger als eine Stunde dauert. Und deswegen wollen wir euch auch nicht aufhalten und gleich einsteigen. Das heutige Wort ist Tradition. Und hierbei geht es vor allem darum, den Unterschied zu erkennen zwischen Tradition und Kultur. Kultur müsste nächstes, nächsten Sonntag, ja genau, am 23. Juli kommen. Also, da heißt gleich aufeinander. Deswegen hier Tradition als erstes. Tradition, Überlieferung, Herkommen, Gewohnheit, Brauch, Gepflogenheit. Entlehnt erste Hälfte des 16. Jahrhunderts aus dem lateinischen Vortrag, Lehre, Satzung, Überkommene, Weitergegebene, Meinung, Überlieferung. Müssen wir noch richtig lesen. Vortrag, Lehre, Satzung. Überkommene, weitergegebene Meinung, Überlieferung. Eigentlich Auslieferung, Übergabe. Das ist die Kernaussage hier. Eigentlich eine Auslieferung, eine Übergabe. Und wir werden noch herausfinden, was übergeben wird. Und dann gibt es auch ein Verb, tradieren. Zunächst Schlagwort der Reformationszeit zur Bezeichnung der Lehren, Satzungen und Institutionen der jüdischen und christlichen Religion, die nicht unmittelbar aus der Bibel, sondern aus der Überlieferung stammen. Darauf, zweite Hälfte, 16. Jahrhundert, juristischer Fachausdruck für bestimmte Formen der Eigentumsübertragung, Übereignung, Übergabe. Dann, 17. Jahrhundert, an der Bedeutung, Prozess, Akt, Handlung des Überlieferns, der Weitergabe von Glauben, Wissen, Verhaltensweisen, ferner von Alters her mündlich oder schriftlich überlieferte Kunde von Begebenheiten der Vergangenheit. Auch als Sage, Mythos, Erzählung schließlich zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts in der heute vorherrschenden Bedeutung im Laufe der Zeit der Geschichte innerhalb einer bestimmten Gruppe von Menschen entwickeltes und weitergegebenes als üblich zur Sitte Gepflogenheit geworden ist. Und wir sehen hier eigentlich innerhalb einer kurzen Zeitspanne eine sehr große Veränderung der Bedeutung dieses Wortes oder auch der Verwendung des Wortes, was bisher in der Etymologiereihe so noch nicht vorgekommen ist, was dieses Wort auch auf eine gewisse Art und Weise spannend macht. Aber wir wollen vor allem das im Hinterkopf behalten: die Auslieferung, die Übergabe und natürlich mit den Nuancen von Gewohnheit, Brauch. Oder auch Gepflogenheit, man pflegt etwas zu tun, ist auch eine Art Ritual, die da mit einhergehen. Und auch diese Bemerkung von wegen nicht unmittelbar aus der Bibel, also wie, eine, wie ein alternatives Narrativ außerhalb der Bibel, weil viele, also jüdischen und christlichen, halten sich an die Bibel oder auch an den Koran oder Tora und sehen eben dieses Schriftstück oder diese. Sammlung von Schriftstücken als den einen Leitfaden oder sogar als das Wort Gottes selbst. Obwohl das ja ein, äh, äh, ein Widerspruch in sich ist, es kann nicht Gottes Wort sein, weil es ist ja geschrieben, also wäre es Gott gewesen, der geschrieben hätte. Aber wenn man die Bibel liest, dann erkennt man, nein, es war nicht Gott, der geschrieben hat. Und selbst wenn da geschrieben steht, Gott sprach und es wurde, musste ja mindestens ein Zeuge da gewesen sein, der das bezeugen kann, dass es auch wirklich so passiert ist und das ist nicht beweisbar, aber das nehmen wir einfach mal so als eine Weitergabe von Glauben, ja, Wissen ist es ja nicht, wie wir ja aus der Episode Wissen kennen. Okay, dann das Verb tradieren, Kenntnisse, Erfahrungen, kulturelle Werte der Nachwelt mündlich oder schriftlich überliefern. Und das ist auch spannend, vor allem auch wenn es um die Lehre, Vortrag oder grundsätzlich Indoktrination geht, ist dank das Tradieren, Kenntnisse und Erfahrungen, die man vielleicht gemacht hat, oder irgendjemand gemacht hat, die sie mündlich oder schriftlich weiter überliefern, ist per Definition, wie wir es ja in der Episode Wissen erfahren haben, kein Wissen, sondern ein, nur ein Glaube oder ein Bezeugnis oder wie hier beschrieben, eine Überlieferung denn eben überliefern, überliefertes, überliefertes, weiterführen, weitergeben, entlehnt, zweite Hälfte, 15, das geht da noch etwas weiter zurück, von Hand zu Hand weitergegeben, überreichen, anvertrauen, überlassen, abtreten, übereignen, mündlich oder schriftlich weitergeben, überliefern, aufzeichnen, berichten, mitteilen, vortragen, lehren, und auch hier wieder eigentlich übergeben, von lateinischen trans, Tradieren, trans, durch, hin, über, hinüber, über, hinaus, trans, ja, siehe trans als Vorsilbe oder Suffix, Präfix, Entschuldigung, Präfix. Und dare von Tieren, dare, tradere, geben, im Deutschen zuerst vereinzelt in der Bedeutung geben, unterweisen, berichten, ausliefern, verraten. Dann entsprechend der juristischen Bedeutung von Tradition siehe oben übergeben, übereignen, zweite Hälfte des 16. bis Anfangs 19. Jahrhundert schließlich in der oben angeführten Bedeutung, selten in neuerer Zeit häufiger. Traditionell, das Adjektiv, der Tradition entsprechend, auf Tradition beruhend, althergebracht, herkömmlich, ja es kommt her zu uns, überliefert, übernommen. Bedeutet im Traditionell. Doch ein spannenderes Wort als wir uns erwartet haben. Dann Tradition in Victionary. Im Englischen we meet at the Butchers Inn it's a tradition. Wir treffen uns im Butchers Inn, das ist eine Tradition. Also, auch hier repetitive Tätigkeiten, Rituale. Man trifft sich in der Regel dort, immer freitags um, keine Ahnung, fünf. Das würde dann hier die Tradition beispielhaft darstellen. Im Brockhaus, Tradition, Übergabe, Überlieferung zu Tradere, Vergleiche tradieren. Die gesellschaftlich vermittelte historisch überkommene oder auch bewusst gewählte Übernahme und Weitergabe von Wissen und die die schon wissenschaftliche Arbeiten gemacht haben die wissen es gibt explizites Wissen und implizites Wissen und so wie wir es in der episode Wissen äh, erarbeitet haben ist das eigentliche Wissen, etymologisch betrachtet, das implizite Wissen, weil man es erfahren hat, erlebt hat, selbst beobachten kann. Und diese Übernahme respektive Weitergabe von Wissen ist die Weitergabe von explizitem Wissen. Also wir können Erfahrungen machen, können das in Form von Tagebuch niederschreiben. Und ähm, das Tagebuch weitergeben und das ist eigentlich eben diese Weitergabe, die Übergabe von Wissen und macht man das regelmäßig, dann mündet es in Tradition. Es wiederholt sich, es ist repetitiv, es kann auch zu einem Ritual erwachsen. Äh, Lebenserfahrung, Sitten, Bräuchen, Bräuchen von Brauch, Brauchen, Konventionen und die sie tragenden Einrichtungen, Institutionen und Medien. Da kann man hier lesen. Tradition und Traditionsbildung stehen bei der anthropologisch vorgegebenen Notwendigkeit im Zusammenhang, Orientierungswissen, Einstellungen und Verhaltensmuster von anderen zu übernehmen, da niemand als alles Wichtige von Anfang an selbst übermitteln und entwickeln kann. Sie umfasst aber zugleich auch die Alternative, sich gegenüber jeder Tradition ablehnend oder annehmend bzw. Differenzierend, differenzierend und differenziert verhalten zu können. Traditionell, auch wieder im Brockhaus, einer Tradition entsprechend herkömmlich. Kurze Sache. Traditionalismus, ja, Ismus, der Glaube an die Tradition, meist kritisch verwendete Bezeichnung für die Überzeugung, dass die Überlieferung und ihre Inhalte, Tradition, von größerem Wert für das menschliche Leben seien als die Veränderung. Und hier haben wir den Hinweis darauf, dass die Tradition etwas Statisches ist, etwas, das bleibt. Und damit es bleibt, wird es auch übergeben. Eben das Kon Konservative, Kon -Konversare, Konversare, halten als das, was es ist. Und das Gegenteil wäre dann die Veränderung. Und im Traditionalismus demnach glaubt man eher an den Werten, die man hat und überliefert und beibehält, sei wichtiger als die Veränderung und mit der Veränderung auch der Progress. Die Position des Traditionalismus wird dabei als in bewusstem Gegensatz zu Aufklärung und Rationalismus stehend verstanden. Bewusstem Gegensatz zu Aufklärung und Rationalismus. Also der Rationalismus ist ein Glaube und die Aufklärung nicht. Dann. Im engeren Sinne bezeichnet der Traditionalismus eine philosophisch-theologische Richtung, besonders in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich, nach der die metaphysischen und religiös-sittlichen Grundwahrheiten nur durch eine letztlich auf die göttliche Offenbarung zurückgehende Tradition glaubend empfangen werden können. Das wäre dann Fideismus. Fideismus... Anschauung, die philosophisch die menschliche Fähigkeit zur vernunftgemäßen Erkenntnis metaphysischer und religiöser Wahrheiten bestreitet und sie theologisch als nur einem Gefühlsglauben zugänglich behauptet. Ja, Behauptung. Wichtige Vertreter des Fedeismus waren die katholische Theologe Louis Eugene Marie Boutin und auf protestantischer Seite die Pariser Professoren sabatier und menegos die katholische kirche hat den fideismus auf dem ersten vatikanischen konzil verurteilt auch hier wieder fideismus katholizismus das klassische links-rechts-prozedere rot-blau teile und herrsche dann die aufklärung geistes und kulturgeschichte Bezeichnung für eine geistes- und kulturgeschichtliche Epoche zunächst Europas beginnen am Ende des 19, 17. Jahrhunderts, also 1699, Aufklärungszeitalter, das war ja zu Deutsch, äh, nicht zu Deutsch, zu, zu Französisch, ähm, Renaissance, Wiedergeburt. Zugleich die sie prägende Richtung des Denkens, die von England Enlightenment und Frankreich Lumière ausgehend das europäische Geistesleben bestimmte. Und wir kennen ja die Illuminati, ja, die Illuminaten, das sind die Erleuchteten. Obwohl Lumière, Luminet, Luminat und Illuminat wäre ja demnach ein krankes Licht, falsches Licht. Da wären wir wieder bei Luzifer. Dann Rationalismus, die Ratio. Vernunft, Berechnen, Rechenschaft, gelehrte Übernahme, Rechnung, Berechnung, Rechenschaft, Denken, Denkvermögen, Vernunft, Grund, Maß, Gesetzmäßigkeit, Ordnung, Methode, Prinzip, einer Bildung zur lateinischen Ratus berechnet durch Rechnung bestimmt, meinen, glauben, urteilen dafür halten. Zu lateinisch Reri, rational Adjektiv von der Vernunft ausgehend, vernünftig, zweckmäßig, logisch begründet. Entlehnt aus dem lateinischen Rationalis, vernünftig, vernunftgemäß, mit Vernunft begabt, schließend folgend berechenbar, eigentlich zu den Rechnungen gehörig. Seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts auch in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Zweckmäßigkeit im Sinne von vernünftig organisiert, angeordnet, planvoll. Abgeleitet von latinischem Ratio, siehe oben. Irrational, Adjektiv mit dem Verstand nicht fassbar, unvernü äh, vernunftwidrig, unvernünftig. In der Mathematik nicht als endliche oder periodische Dezimalzahl darstellbar. Eine irrationale, äh, irrationale Zahl. Unvernünftig. Assimiliertem negierenden In oder Un. Rationalismus in der Philosophie eine Erkenntnistheoretische Richtung, die die menschliche Vernunft und das begriffliche Denken Ratio als Hauptquelle der Erkenntnis ansieht und die Erfahrung, die Sinneserkenntnis unterschätzt oder leugnet. Also die Sinne werden eben unterschätzt oder leugnet sie, wenn man rein rational unterwegs ist oder rein in Glauben des Rationalismus ist. Rationalist ist der Anhänger, Vertreter des Rationalismus, dann verallgemeinert, wer dem, Vor, wer dem Verstand gegenüber Gefühlen den Vorrang gibt, Verstandesmensch, rationalistisch, Adjektiv den Rationalismus betreffend, das Vernunftmäßige betonend, rein begrifflich. Rationell Zweckmäßig auf größte Wirtschaftlichkeit berechnet, effektiv, entlehnt aus dem Französischen vernünftig. Rational. Im Sinne von vernünftig, vernunftgemäß, dann auch theoretisch, systematisch, wissenschaftlich, durch häufige Anwendung auf ökonomische Zusammenhänge im 19. Jahrhundert weiterentwickelt zu zweckmäßig wirtschaftlich effektiv seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts besonders haushälterisch sparsam. Das wäre dann die Ration, ja, wenn man die Lebensmittel rationiert und somit auch sparsam unterwegs ist. Man kann das selbstverständlich auch auf das Geld umlegen. Und sparsam unterwegs sein im finanziellen Aspekt. Rationalisieren, rationalistisch denken, dem Rationalismus gemäß Handeln, Arbeitsprozesse zur Erzielung größerer Effektivität zweckmäßiger wirtschaftlicher Gestalten, wohl unter Einfluss vom französischen Vernunftgemäß Gestalten, abgeleitet von rational. Dann Rationalisierung, das Nomen Vernunftgemäßes Handeln effektive Gestaltung des Reproduktionsprozesses unter den vorhandenen Produktionsbedingungen. Und dann wären wir auch schon durch in der Etymologie Deutsch und wir gehen rüber in den Vergleich von Englisch nach äh, umgekehrt, von Deutsch nach Englisch Tradition 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 Aber dann gibt es noch Heritage. Heritage wäre dann wohl das Herkommen, herkömmlich. Custom. Benutzerdefinierte. Okay. Dann Tradition im Etymon werden wir übersetzen lassen. Ende des 14. Jahrhunderts Aussage, Glaube oder Praxis, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, insbesondere Glaube, der Glaube oder Praxis auf der Grundlage des mosaischen Gesetzes aus dem Altfranzösischen Übermittlung, Präsentation, Übergabe und direkt aus dem Lateinischen ein Übergeben, Hingeben, ein Weitergeben, ein Aufgeben. Auch eine Lehre, Belehrung und ein aus früheren Zeiten überliefertes Sprichwort. Dies ist ein Aktionssubstantiv aus dem Stamm Tradere, Liefern, Übergeben. Und dann auch hier wieder Trans, Über und Dare, Geben. Das Wort ist ein Dublett von Treason. Die Bedeutung ein eingesessener Brauch stammt aus den 15. 90er Jahren. Dabei geht es um Bräuche, Bräuche, Überzeugungen, Lehren und so weiter, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Und dann kommt hier die Tradition ist nicht ausschließlich oder in erster Linie die Aufrechterhaltung bestimmter dogmatischer Überzeugungen. Diese Überzeugungen haben im Zuge der Traditionsbildung ihre lebendige Gestalt angenommen. Was unter Tradition, was ich unter Tradition verstehe, umfasst fast all diese Gewohnheitsmäßigkeiten, da hat irgendjemand geschrieben, sehr wahrscheinlich aus einem Buch dieser T.S. Eliot. Und ab dem Moment, wo er, wo er sagt, was hat er gesagt? Was ich unter Tradition verstehe, ja. er versteht und ist demnach eine Meinung, eine subjektive Ansicht. Der Verrat, ja, Treason. Verrat, Vertrauensbruch, Glaubensbruch. Verrat Raten, verraten aus dem Lieferung Hingabe eine Weitergabe ein Aufgeben und hier sehen wir es ist genau dasselbe wie von Tradition man verrät Informationen die man man verrät jemanden oder etwas indem man Informationen überliefert weitergibt hingibt aufgibt der Handlung aus dem Präteritumprinzip Prinzip tradere liefern übergeben im alten Englischen recht gilt high treason ist die Verletzung der Loyalität eines Untertanen gegenüber seinem Souverän oder dem Staat und hier spannend seinem Souverän oder dem Staat und der Souverän wäre so etwas wie ein Landlord ein König ein Kaiser was auch immer high treason im Sinne von schwerwiegendem Schwerwiegendem ernsten Verrat. Unterscheidet sich petit treason also kleiner Verrat, zum Beispiel die Ermordung eines Herrn durch seinen Diener? Constructive-Treason war eine juristische Fiktion, bei der Handlungen, die ohne hochverräterische Absicht durchgeführt wurden, sich aber als Hochverrat erwiesen, so bestraft wurden, so als ob sie Hochverrat selbst wären. Der Schutz davor. Erklärt sich aus der sorgfältigen Formulierung der Definition von Hochfahrt in der US-Verfassung. Dann Traditional Observing Traditions, also es ist die Beobachtung von Traditionen. Handed down as tradition. Reference to chess from traditionally. Traditionalist. Also hier nichts Neues ist einfach. Of English. then heritage that which may be inherited also das was vermutlich vererbt wird héritage héritage heritage, heritage her inheritance ancestral estate herlem, the heir inherit, inherit her, heir heritage. Heredity, meaning condition of state transmitted from ancestors. Heredity. Inheritance, succession, das ist die eigentliche Erbe, das eigentliche Erbe. Nehmen wir hier in die Quellen auf. So. Hairship, inheritance, an inheritance condition of being an heir. Herr, das ist ein spannender Ausdruck. Das würde dann heißen, dass man die Gepflogenheiten, die in der Familie, in der Sippe gepflegt wird, wird erwartet, dass man das weiterführt, damit man in der Familie drin bleibt. Und das wäre die Konditionierung of an Heritable. capable of being inherited inheritable also das heißt vererbbar sein sind wir vererbbar to inherit the medieval latin word is hereditabilis heritability hm, translate vererbbarkeit vererblich Tradition en français, c'est tradition. Tradition. Coutume. Coutume. Was ist Coutume? Der Brauch. Gewohnheit, sitte, brauchtum. Und hier ausnahmsweise verstehen wir das. Im Französischen sind dieselben Worte, die hier vorkommen, wie vorhin schon beim Englischen und Deutsch. Deswegen gehen wir ja nicht weiter darauf ein. Dann haben wir Tradition. In Español. Tradition. Tradition. Und auch hier im Spanischen, la palabra Tradition viene del Latin Tradicio, Traditionis. Es este un nombre de Revido? Del verbo tradere, transmitir, entregar. Fumar con el prefijo trans, a partir del verbo dare. Ja, dasselbe wie vorhin schon. Und dann wären wir auch schon wieder vorbei im Vergleich und gehen zu den Überlegungen. Ja, und in der Tatsache haben wir hier ernsthaft ausnahmsweise Nur eine Seite, wo wir herausfinden wollten, was ist der Unterschied zwischen Tradition und Kultur. Tradition ist die Weitergabe von Überzeugungen und Verhaltensweisen von einer Generation an die nächste Generation, während Kultur die Merkmale widerspricht, die eine Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt beschreiben. Und die Kultur ist meistens mit den Kunstformen verbunden. Nehmen wir einfach mal so hin. Und das war auch schon die Überlegung. Und wir gehen, wir gehen ins Brockhaus. Hier wie in gewohnter Manier im Brockhaus eine willkürliche Auswahl. Und wenn wir hier so durchscrollen, müssen wir sagen, das hatten wir schon gesehen. Traditionell hätten wir schon gesehen. Traditionalismus hatten wir schon gesehen. Und... Traditionsgeschichte, Bibelwissenschaft, haben wir ebenfalls gesehen, dass durch die Traditionskritik gewonnene Bild der Theologiegeschichte eines biblischen Textes, das die Welt eröffnet und beschreibt, der sich dieser biblischen Texte verdankt. Dabei werden Zusammenhänge und mögliche Abhängigkeiten zu anderen biblischen Texten und anderen biblischen Büchern sowie mögliche Überlagerungen und verschiedene Traditionen deutlich. Außerdem schärft ein Bild der Traditionsgeschichte das Verständnis der besonderen Aufnahme und Verwirklichung einer Tradition durch einen speziellen und individuellen Text. Ja, und wir würden sagen, wir haben hier einen Rekord. Wir haben ohne Intro 30 Minuten gehabt und schließen für heute. Wie gesagt, nächsten Sonntag schaltet wieder rein, pünktlich um 8, nicht live. Das Wort Kultur. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Ja.